eine sehr schöne Zeit. Ja. Ob mit Frieren oder ohne Frieren, vollkommen egal. Ja. Ne? Ja, die meiste Zeit mit Frieren fast, ne? Da habe ich auf der Tonne mich warm, bis der Hinter kurz vom Brennen war. Ja. Ich nur noch ein bisschen Olivenöl auftun können, dann hätte es gebrutzelt. Ja. Das war eine gute Idee. Schön. Wer hatte die Idee? Ich hatte vor Jahrzehnten mal was Ähnliches gesehen. Ja. Und das habe ich jetzt einfach nur mit den Tonnen nach, ne, mit der Geschichte Radioaktivität. Ja. Unter Motto, ja, ist noch warm, fühlen Sie mal von der Strahlung. Stimmt. Ja. Stimmt. Okay. Das muss ich dann einfach mal ein paar Sekunden im Raum stehen lassen. Nein, ist eine Kerze drunter. Sehr gute Idee. Ne? Bauen Sie jetzt alle nach in Ihren Gärten. Okay. Und wie kamst du an den Laden hier? Indem ich gefragt habe. Wir haben ja uns kurz vorher noch über ein Museum unterhalten, von wegen mit dem Feuerwehrauto. Und man müsste ja sowas haben. Ne? Und dann hatte ich das mehr oder weniger schon längere Zeit im Auge. Okay. Aber Uli hat mich immer abgehalten, das ist so groß. Das ist, geht das ganze Wochenende drauf, bleibt zu Hause alles liegen, hat sie auch vollkommen recht. Ja. Da, wie ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt frage ich mal nach. Ja. Hab dann über die Bewohner dann. Ja. Gar nicht wahr. War ich zufällig mal wieder am Schaufenster und da kam die Besitzerin gerade vorbei. Ja. Und wollte hinten an der Mülltonne ran. Und da habe ich gefragt, da ich war mit rein, ne? Ja, und dann ist das so ein bisschen entzündet, ne? Die Idee. Ja. Und dann habe ich die 14 Tage später kontaktiert und habe mich vorgestellt und gesagt, weil ich mir so vorstelle, und nach 3 Tagen konnte ich mir einen Schlüssel abholen. Cool. Ja. Sehr cool. Toll. Ja, fand ich dann auch. War wirklich unproblematisch. Ne? Ja.